Ja, also unsere Wanderung Ökonomie der Menschlichkeit führt uns durch Österreich 40 Tage lang und ihr als Wimmer Schneider seid ganz wichtige Wegbereiter für die Ökonomie der Menschlichkeit. Warum ist das so? Was ist so besonders an der Schneiderei Wimmer? Also uns taugt es einmal, dass sie Leute aufmachen, durch Österreich gehen, das Bewusstsein schärfen, dass wir ja Teil, dass das einfach zusammengehört. Die Betriebe, die Mitarbeiter, die dann die Sachen kaufen wollen und die das nützen wollen und dass das mit dem menschlichen Maß ist, dass sich wer solche Gedanken macht und dann auch die Strapazen von dem Weg auf sich nimmt und dann herkommt zu uns und uns besucht, das taugt uns natürlich voll. Und wir glauben ja, dass wir von der Philosophie da gut dazu passen, weil wir schauen, dass wir unsere Vorlieferanten aus der Umgebung, so nahe es halt geht, aussuchen und da gute Produkte einkaufen und aus dem wirklich schöne, hochwertige Sachen erzeugen, schönes Gewand machen, mit dem die Leute dann wirklich auch wieder lange Freude haben. Ja, ihr habt so also eine wunderbare Führung für uns heute gemacht und du hast erzählt von den Lederhosen, die ihr schneidet. Und was ist das Besondere an dem Leder zum Beispiel für die Hosen? Das Leder ist ein semisch gegerbtes Hirschleder, also es wird mit dran gegerbt, es ist ein natürliches Leder, wird mit Pflanzenform gefärbt. Also wenn man es anrührt, spürt man wirklich, wie angenehm das ist oder wenn man es dann trägt. Das ist, eine Kundschaft hat einmal gesagt, das spürt sich direkt ein bisschen erotisch an, also es streichelt auf die Haut und es ist ein Stück, das mir wirklich so langlebig fertigen, also wir machen das, dass das über Generationen tragen kannst. Also wenn du es jetzt da nicht kaufst, weißt du, ich muss es gescheit kaufen, weil das tragt dann mein Enkel dann einmal. Jetzt sind wir bei den Enkeln und bei den Kindern. Ihr seid ja ein Familienbetrieb. Wie schaut das aus? Einige von euren Kindern sind ja auch weit in die Welt hinausgezogen. Der Vinzenz, der Junior, geht jetzt noch Afrika und schneidet, um zu lernen. Wie geht es dir da dabei? Oder? Ja, das ist natürlich immer schlimm, wenn sie weggehen. Hm? Das Kind, jede Mama natürlich. Aber die Freude umso größer, wenn sie wieder kommen oder wenn man sie wieder sieht. Dann, man weiß, dass sie einfach gute Wurzeln haben und dass sie sich einen guten Weg machen und dass sie auch gern wieder heimkommen. Ich bin nicht zuversichtlich. Aber ich glaube, ich freue mich für sie, dass sie einfach die Möglichkeit haben, dazu zu lernen, weil ich denke, nirgends wächst man so viel, als wenn man sie mal ausprobieren darf, sondern wenn man wieder Eindrücke sammelt und das dann daheim wieder einbringen darf oder kann. Ja, und das ist ja auch so schön bei euch, dass ihr alle im Prinzip mitwirken. Und ihr habt ja auch so ein tolles Online-Schneiderprogramm. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, weil das ist ja was wirklich Einzigartiges weltweit. Ja, das heißt Schneiderakademie, also schneiderakademie.com, da kann man es aufrufen, sich das anschauen. Und es ist so konzipiert, wie wenn wir einen Lehrling ausbilden, kann mir die Teilnehmerin oder der Teilnehmer über die Schulter schauen. Ich erkläre das alles, was ich nahe und die sind 52 Einheiten, wo man dann wirklich immer ein fertiges Stück hat, nach jeder Einheit, und sich immer steigert und dazulernt. Und nach die zwei Jahren, wenn man das halt wirklich zügig durchzieht, dann hat man einen riesen Fundus an Schnitten, an Erfahrung, an Schneidertipps, sage ich immer. Und zwar, das sind Tipps, die halt bei uns schon über Generationen, weil unseren Betrieb gibt es schon über 280 Jahre. Da gebe ich eben Tipps weiter, was bei uns in der Familie schon lange da sind, was für mich ganz was Normales sind, aber für andere Leute eben was Wichtiges und was Interessantes. Und da schaue ich, dass ich das möglichst alles weitergebe, weil ich will, dass die Leute was lernen. Und da haben wir verschiedene, die dabei sind. Manche sind dabei, die sagen, ich habe einen anderen Beruf nehmen müssen, ich wollte das eigentlich gerne lernen. Andere, die frisch anfangen, die sagen, ich bin jetzt jung, wie man da ein neues Stammbein aufbauen, also wer bitte durch. Ja, im Hintergrund hört man schon das laute Lachen, ihr werdet euch vielleicht wundern, da bei dem
warum es da so zugeht, aber die Wandergemeinschaft ist wirklich herzlich aufgenommen worden. Also das ist ja so eine Freude, wenn man da durch Österreich geht. Es ist oft anstrengend. Heute hat es gestürmt und geschneit. Mhm. Dann sind wir da hergekommen und es ist wie Familie. Also das ist so etwas Besonderes für einen Reisenden, auch, dass man da so herzlich aufgenommen wird. Und ihr Herz ist schon im Hintergrund, es wird ein wenig gefeiert. Deswegen, die Kamerafrau kann es auch bestätigen. Genau. Das ist ein Traum. Aber das ist so schön und das beieinander sein und auch zu schauen, dass es jedem gut geht. Also das merke ich, wenn ich euch im Betrieb sehe, man spürt das. Und ja, ihr habt auch so einen lässigen Anzug für uns geschneidert, oder der Georg hat auch einen. Der Georg so fest, du so fest. Ja. Und jetzt möchte ich nochmal Danke sagen, dass ihr zu uns hergekommen seid, dass ihr das möglich gemacht habt, dass es so einteilt, dass uns besucht, ist für uns eine große Wertschätzung. Ja, und für uns eine riesengroße Freude, dass wir da sein können, und ich wünsche euch von Herzen alles Gute, es wird die Reise weitergehen und wir werden noch viele Jahre gemeinsam unterwegs sein, und auf das freue ich mich ganz besonders. Alles, alles Gute. Danke, Gregor.